Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Königsfreunde, zu Majesty 1. Ja, ich dachte, ich erwähne es nochmal kurz, damit es nicht zur Verwirrung kommt, dass niemand denkt, dass ich jetzt Majesty 2. Ja, den können wir vielleicht auch irgendwann mal noch nachschieben. Aber jetzt erst einmal weiter mit dem ersten Teil von 1900 Schlag mich tot. Und wir gehen gleich wieder auf die Missionskarte. Und starten dort die letzte Beginner-Mission oder ja, den letzten Beginner-Auftrag, Beginner-Level, sagen wir Beginner-Quest. Sind ja alles Königsquests hier. Und danach machen wir die erste, als erste Advanced-Quest Free the Slaves. Weil das meiner Meinung nach die einfachste Advanced-Quest ist. Also, aber jetzt erstmal zu The Wizard's Curse. I humbly beg for your forgiveness for this rude intrusion, but there's an angry wizard who— Move aside, you sniveling toad! Sovereign, I will have words with you. Under your lawless rule, one of your foolish subjects has stolen my book of spells. The value of that great tome is beyond measure. You and your realm must now pay a price for its loss. Until such a time as sufficient good deeds have been performed, I curse all the dwellers of this land to be as stupid as the dead. Wow. Er verflucht all unsere Einwohner, dumm zu sein wie Tote. Okay. Gut. There are two different ways to rid the curse. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Methode 1. Sperrt den Hooligan ein, der das Buch gestohlen hat, um es dem Zauberer zurückzubringen. Und dann führe, was auch immer er verlangt, als gute Tat aus. Methode 2, zerstöre den wütenden Zauberer. Deine Helden sind verflucht, sie nehmen sich nicht wie sonst. Zauberergilden sind nicht verfügbar, sowie Fervus, Krypta, Agrella, Krolm oder Daurus-Tempel. Okay. Damit können wir leben. Wir haben nur einen Palast. Bevor wir das lesen, geben wir erstmal Gebäude in Auftrag. Eine Ranger-Gilde wäre nicht schlecht. Und ein Blacksmith hier oben in der Nähe. I serve with pleasure. So. Also unser Königreich zum Erfolg zu führen und den Fluch des Zauberers zu brechen, haben wir zwei Optionen. Erstens findet den Idioten, der das Bargierbuch gestohlen hat. Und erfülle dann die gute Tat, die der Zauberer verlangt. Oder besiege den Magier. Sende Helden aus, um nach dem Hooligan zu suchen. Und bring ihn zum Palast. Ja, gut. Your Majesty, a new building is complete. Erstmal Ranger. Your Majesty, a new building is complete. Und bessere Your Waffen. Highness, if our kingdom is to prosper, it needs more heroes. Oh, good, fine. So. Und ja, der Held ist schon Majesty, mal the local blacksmith offers new services. Dämlich? Wie auch immer. I serve with pleasure. So, Marktplatz und... Oh Gott, die Gnomenhütte. Ja, die können wir auch gleich mal bauen. Na, bauen wir das Guardhaus dahin und... Unsere Warrior-Gilde können wir hier hinbauen. Und dann bauen wir mal... Also erstmal die Beschreibung der Gnomenhütte. Man kann Gnome drin rekrutieren, wer hätte es gedacht. Weitere Gnomenhütten werden gebaut, wenn... Also, oder Gnomenlöcher, wie man es nennen möchte.
werden gebaut, sobald Gnome rekrutiert werden. Und wenn eine Gnomenhütte zerstört wird, dann ja, wird sie automatisch nachgebaut. Einer unserer Helden hat einen Hooligan geschnappt. Vielleicht ist das das Subjekt. Your Majesty, a new building is complete. So. Gut, wir bauen mal eine Gnomenhütte, dass ihr sehen könnt, wie lustig das ist, Gnome zu haben. Sovereign, your marketplace now serves you better. Oh ja, und hier gibt's Demon Wood. I feel revitalized. I join the wild spirits. Gut, wir erforschen erstmal alles, was wichtig ist. Your Majesty, a new building is complete. An unwelcome guest. Und wir bauen am besten auch noch ein Guardhaus auf der anderen Seite des Marketplaces. Your marketplace now serves you better. Majesty, the local blacksmith offers new services. Sovereign, a building has been upgraded. Jo. Wir haben unser erste Gnomhovel gebaut. Hier. Und das zweite ist gleich aus der Erde gestanzt worden. I join the wild spirits. Oh, ein Sewer Entrance hat es auch schon in unsere Lande geschafft. Gut, wir können in jedem Gnomhovel 3 Gnome rekrutieren. Your Majesty, a new building is complete. Gnome. I feel revitalized. Baut und repariert Gebäude mit unglaublichem Skill. Bringt andere Gnome dazu, in euer Kingdom zu kommen, in unser Kingdom zu kommen. Besitzt aber keine guten Combat-Skills. Und zählt nicht für Palast-Upgrades. Ja, noch ein Hooligan. So. Wir graden gleich mal den Marktplatz aus und heuern uns. I serve with pleasure. Your Highness, we've improved the guardhouse. Ich baue den Marketplace aus. Ich frage mich, wo gerade unsere Gnome stecken. Sovereign, a building has been upgraded. Haben wohl gerade keine Lust. Okay. Hold your Majesty. Dann erforschen wir den Ring und machen mal einen Markttag. Einen, damit wir mal ein bisschen mehr Geld reinkriegen. Noch ein Hooligan. Ja, mehr Krieger. Und noch ein besseres Guardhaus. Und wir sollten auch in den Guardhauses die Veteranen reinhauen. So, dann helfen wir mal, sobald wir mehr Krieger haben, helfen wir denen mal ein bisschen mit Geld auf die Sprünge. Indem wir einfach mal hier den Creature Den als Ziel angeben. Dafür sollte aber vorher das Demon Wood weg. Your Highness, we've improved the guardhouse. Jo, Dryaden. Average Skill Melee Combat. Hm? Es ist auch gemein, Darkwoods werden uns nicht auf der Karte angezeigt. Genau, die sind schwer zu entdecken, weil sie nicht auf der Minimap erscheinen. Deswegen gebe ich mal ein 300er Reward für das Darkwood und ein 500er für den Creature Den aus. Damit wir damit unsere Helden an Gold kommen. Oh, sie wollen das Darkwood nicht mal angreifen.
collector. Das könnte sich dann als Problem fürs Erste herausstellen. Weil so gut wie alles hier wird von dem Darkwood geguardet. Call in the reinforcements. My services may help. My service ends. Oh, tough fight. Okay. My services may help. Oh, tough fight. Rattenmenschen. Darkwood regeneriert sich zum Glück nicht. I'm on my way. I'm on my way. A foul beast approaches. I'm on my way. Oh, tough fight. Ja. Mit dem da wollen sie sich einfach nicht anlegen. Oh. Ein Rock. Call in the reinforcements. I feel. Call in the reinforcements. My prowess is unmatched. My service ends. Das war wieder ein Warrior. Tax collector. Gut. Wie gesagt, das ist das kleine Problem. Und wir können auch gerade nicht den die Burg ausbauen. Können aber mal einen weiteren Markttag raushauen, weil unsere Helden haben eh gerade kaum Geld. Und so wie es aussieht, heilt sich das Demonwood doch ganz langsam. My prowess is unmatched. Problem? I'm on my way. My service ends. Ja, ich sollte diese Fahne wegnehmen. Call in the reinforcements. My service ends. A foul beast approaches. Und sollte dafür lieber hier eine hinsetzen, weil das Demonwood ist uns abgeneigt. Mehr oder weniger. My prowess is unmatched. An unwelcome guest. I join the wild spirits. I'm on my way. Und eigentlich sollten wir noch ein Guardhaus hier beim Sewer Entrance hinstellen. Genau, die greifen jetzt hier die Ruined Keep an. Sogar die Gnome helfen ein bisschen mit. Ja, und es sterben immer mehr Helden weg. My service ends. Und das ist auch irgendwie komisch, dass Darkwoods über die halbe Map schießen. Naja gut, das habe ich wahrscheinlich einfach nicht mehr so wirklich in Erinnerung. My service ends. Ja, die Knolle können ruhig sterben. An unwelcome guest. I feel revitalized. Wow, da hat er gutes Geld für das Darkwood gekriegt. Und vielleicht beteiligt er sich auch noch ein bisschen an dem Zerstören von dem. Denn dann kriegt er auch noch Geld und wir haben endlich mal ein paar, ja, Helden. An unwelcome guest. Wenn der Bär ihn jetzt nicht gleich tötet. My services may help.
an unwelcome guest. So, gut. Problem? I'm on my way. Wo ich mal hier neue Gnome und die sollen jetzt mal mein Castle upgraden. Your Highness, the palace renovations are finished.